Moin Leute, den werdet ihr kennen, das ist der Matthias Dittgen. Wir haben uns heute verabredet zu einer kleinen Tour. Und jo, wir gehen jetzt mal Richtung Höhlen und mal sehen, was der Tag da so bringt. Das Wetter ist Bombe, einfach klasse. Jo, und dann zeige ich dir mal, wo ich so wohne. Matthias, dreh dich mal rum, dass ich dich aber sehe. So, da ist er. Ja, Leute. Da haben wir das noch. Jetzt filmen wir die aber sich gegenseitig, ne? Jo. Natur grünt. Leute, herrlicher Sonnenschein. Jo, und hier ist der zweite Teil der Höhle. Die wurde auch zugeschüttet. Da hinten im Eck sieht man das deutlich. Da geht die Höhle noch ein gutes Stück weiter rein. Jo. Und dieser Platz hier wäre ideal zum Übernachten. So, da gehen wir mal gucken, was der Matthias macht. Ich bin schon froh, dass sie da nicht überall mit Farbdose hantiert haben, weißt du? Ja, sagen wir so, es geht natürlich. Es sind jetzt nur die vier Bierdosen, die liegen. Ich könnte auch durchaus schlafen. So Leute, wir sind an der Weidenberghütte. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Jetzt nicht viel sehen. Jo, oh, da hat er ein Feuer gemacht. Das ist natürlich strengstens verboten bei uns hier im Wald. Jo. So, wir machen jetzt gerade Päuschen. Nicht, dass man nichts essen dabei hätte, gell? Nicht, dass da falsche Meinungen aufkommen. Ich glaube, es kommen gleich noch 20 Buschkrafter vorbei. Die schlafen alle noch. Also für 4 Wochen. Und ja, jetzt lassen wir es uns da mal gut gehen. Gell? Der Chefkoch in Aktion. Ja. Wenn man sich da gucke, bleiben wir überall hängen mit dem Stativ. Ist das nicht schön, wenn man mal so bekocht wird? Wie der Hemd von der Frau. Ja, genau. So, da hockt der Matthias und kocht jetzt sein Chili con Carne. Und ich gehe mal da durch den Wald zu einer Bunkerruine und werde dort mal gucken, was da ist. Und in dem Wetter haben wir wirklich Glück heute. Einfach toll. So, hier haben wir wieder so ein gesprengtes Teil aus dem Krieg. Ich werde mal gucken. Oh, nicht ganz ungefährlich hier. Da ist die Bunkerdecke. Ist nach innen gestürzt. Gehen wir darüber. Da muss man höllisch aufpassen, da gucken überall solche Eisen aus dem Boden.
So, hier ist das gute Stück. Natürlich zugemüllt mit Farbeimern. Ich weiß nicht, wer hier die Farbeimer da hochschleppt. Das war schon ein ganz schöner Brocken. Ja, und hier der Wald Richtung Saarbrücken, der ist voll solcher Kampfbunker. So, jetzt gehe ich mal noch mal zurück und schau mal, was das Chili con Carne macht. Der Matthias ist ja da fleißig am Kochen. Jo, aber das wollte ich euch noch gerade zeigen. Der Meister seines Fachs. Ja. Chili con Carne. Lecker, lecker, lecker. Ja, mir im Saarland wissen Sie, wie man lebt. Genau, genau. Essen ist fertig. Das soll uns jetzt schmecken. Ah, sieht klasse aus und riecht noch besser. Hat er gut gemacht, ne? Jo. Ja, ganz klar. Jo, Leute. Sind immer noch unterwegs. Da zeige ich euch mal einen kleinen Überblick, wo ich wohne. Ich werde mich jetzt auch gleich verabschieden. Und jo, war eine klasse Tour. Ein Matthias, ein super Koch. Also wenn er eine Frau wäre, würde ich ihn heiraten. War schon klasse, das hat Chili. Bart, ne? Der Bart kratzt so beim Küssen, könnte ich mir vorstellen. Jo Leute, bis zum nächsten Mal denn. Tschüss. Ciao. So Leute, ich muss die Kamera doch noch mal rausnehmen. Ich muss euch hier mal zeigen, wie da alles grünt und wächst. Hier runter und überall Wasser, Wasserläufe. Da fühlt sich das Wild so richtig wohl. Jo, wir gehen jetzt noch zum Weiher. Wir befinden uns schon auf dem Rückweg. Und jo, war eine tolle Tour. Gut gefallen. Hier haben wir so eine Art Klamm. Da wird auch nichts drin gemacht. Was da liegt, bleibt liegen. Jo, bis denn. Tschüss.